Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyworld. Wir sind leider immer noch alleine. Morgen kommt hoffentlich der Peter wieder dazu. Das heißt, heute ist höchstwahrscheinlich die letzte Folge, die wir alleine verbringen. Und morgen wird, je nachdem wie viel Zeit wir haben, hoffentlich auch eine sehr, sehr coole Folge entstehen. Denn ich habe vor, für morgen den Enderdragon automatisiert zu killen. Das heißt, den Enderdragon automatisch zu farmen. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ich habe ein bisschen rumprobiert im Singleplayer und es funktioniert soweit. Und das wäre, glaube ich, ziemlich cool, wenn wir das hier auf dem Server auch bekommen könnten. Denn, man braucht es eben, wenn man den Chor hier machen will. Und ich habe immer noch so einen komischen Bug, dass manchmal das Bild so komisch weiß flackert. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ein paar Leute haben geschrieben, das kommt von der Überlagerung von Night Vision, aber ich habe Night Vision auf meinem Helm jetzt gerade zum Beispiel ausgemacht. Hier ist beides off und ich habe Night Vision jetzt aber noch hier drin. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Übrigens, der Beacon ist eigentlich ziemlich cool so. Er ist leider noch nicht ganz geladen, aber wir haben zumindest schon bei den ganzen da was wieder. So ein komisches weißes Flackern. Wir haben den Beacon zumindest schon mal hier, was natürlich ziemlich cool ist. Ich suche gerade mal den Night Vision, den wir hier drin hatten. Dann machen wir den einfach mal raus. Aber wir hatten hier gar keinen Night Vision. Doch, hier ist der Night Vision. Okay, dann bauen wir den ganz kurz ab und dann nehmen wir einfach einen anderen Modifier-Core, der jetzt praktisch dafür hier reinkommt. Was haben wir denn noch? Wir hatten Saturation Speed. Sollen wir einfach mal Saturation... Ich nehme einfach mal einen leeren, weil der Rest bringt übrigens gar nichts. Und auch so, wir haben hier in dem Beacon, glaube ich, nur ein Saturation-Modul drin. Das ist das hier. Und nicht mehr, weil ein paar Leute geschrieben haben, Saturation 3 ist völlig unnötig. Das kommt nicht alles von diesem Beacon hier, sondern die Saturation kommt von dem Environmental Controller, den wir hier unten in der Mitte stehen haben. Hier ist der. Und da ist auch nochmal ein Saturation-Modul drin. Das gibt uns Saturation 3. Also wir haben nicht drei Stück hierfür verschwendet. Nein, nein, nein. Okay. Ja gut, mal gucken, ob das jetzt so weg ist oder ob es immer noch bleibt. Ich bin mal gespannt, ob ja oder ob nein. Ansonsten müssen wir gucken, woran das liegt. Gut, eine andere Sache, die ich ansprechen wollte, ist, dass die Enderdragon-Dimension, die wir gebaut haben, wieder funktioniert. Da gab es ein paar sehr hilfreiche Kommentare. Und zwar hat der Enderdragon höchstwahrscheinlich den Metal-Receiver in der Welt kaputt gemacht. Und ich habe gar nicht gewusst, dass das funktioniert. Ich habe gedacht, die sind irgendwie protected, die Blöcke, aber sind sie scheinbar nicht. Deswegen ist er kaputt gegangen. Und man kann sich hierfür diese Digit-Dimlets nehmen. Ich zeige dir mal ganz kurz, das sind diese Teile hier. Die gehen von 0 bis 9, glaube ich. Oder ja, doch von 0 bis 9 oder 0 bis 7. Und das Ganze bewirkt praktisch Folgendes, wenn man eine Welt erstellt mit zum Beispiel einem Dimlet, wie wir das gemacht haben, wenn wir uns ein Enderdragon-Dimlet machen, das auf so einem Dimension-Tab speichern, dann kriegt das ganze Ding eine ID, als Beispiel einfach mal ID 2. Und egal, wie oft wir diese Welt neu erstellen oder umbenennen, es bleibt immer die ID 2. Und mit diesen Digit-Dimlets, kann man praktisch dieselbe Welt in einer anderen Dimension erstellen. Und das Ganze funktioniert dann relativ gut, wenn man zum Beispiel so ein Problem hat wie wir. Und dementsprechend geht das jetzt hier. Also, wir können jetzt wieder rein und dann können wir wieder in unsere Welt und hier sind auch wieder Enderdragon, was ausgezeichnet funktioniert. Das dauert gerade nur einen Moment. Da sind wir. Okay, perfekt. Tada! Genau, und das Ding ist hier praktisch in der anderen Welt kaputt gegangen. Deswegen habe ich mir hierauf mal einen Dislocator gebindet. Das heißt, wir können auch so immer wieder in diese Welt. Wir sollten ihn nur irgendwann zu einem Advanced Dislocator umbauen, aber bis dahin kommen wir hoffentlich immer wieder hier zurück. Ja, und so haben wir jetzt hier unsere ganzen Enderdragons. Und die können wir natürlich super easy farmen. Das heißt, wie das Ganze aussieht, ist dann etwa so. Wir spammen die ganze Zeit den Bogen, wenn es nicht so krass lenken würde. Und dann ist der Dragon irgendwann relativ schnell kaputt. Da sind wir. Okay, ja, also so funktioniert das von Hand. Und wie gesagt, morgen geht es hoffentlich dann dahin, dass wir das ganze Ding automatisch farmen können. Das ist halt so heftig, wie schnell das geht, ne? Also wenn man das mal vergleicht mit dem Ritual im Ende, wie lange man dafür brauchen würde, das würde man niemals schnell, so schnell hinbekommen, wie wir das hier gerade machen. Ja, ja. Einfach nur auf den Dragon drauf spammen und dann ist er ein paar Hits tot. Okay, warte mal, das Herz haben wir noch nicht bekommen, aus irgendeinem Grund, warum nicht? Zumindest das hier müsste doch mit... Ah, da ist es, okay. Und jetzt müssen wir irgendwo in die Nähe der anderen Herzen fliegen, damit wir die auch bekommen. Ich glaube, es gibt eine Range, eine maximale, die diese Herzen haben. Also sie porten sich zwar immer ins Inventar, aber ich glaube trotzdem, dass sie ja nicht gerade 1000 Blöcke weit weg sein dürfen, als Beispiel. Ja, und so haben wir jetzt 4 Herzen. Das ist schon ziemlich gut eigentlich, würde ich mal behaupten. Okay, gehen wir dann nach Hause. Ich wollte euch das nur zeigen, dass praktisch die Enderdragon-Dimension wieder funktioniert. Das ist ziemlich cool. Macht mir super stolz, dass wir so ein Ding hinbekommen haben. Und die Idee, wie wir den Enderdragon töten, die erfahrt ihr dann morgen. Oder automatisch töten, besser gesagt. Für heute wollen wir uns um was anderes kümmern. Und zwar um ein neues Tool, das sich auch viele von euch gewünscht haben, weil ich das in der Folge angesprochen habe. Und zwar den Staff of Power. Also wirklich der... Das absolut krasseste Tool, glaube ich, was es so irgendwo gibt. Das ist dieses Ding hier, der Draconic Staff of Power. Und der vereint praktisch alle Werkzeuge von Draconic Evolution, die besten Werkzeuge. Das heißt, es gibt ja die Wyvern-Werkzeuge und dann gibt es noch die Draconic, zum Beispiel Spitzhacke, Axt, Schaufel, Schwert.
Und der Staff of Power vereint alle diese Dinge. Das heißt, man hat ein Schwert, eine Schaufel und eine Pickaxe, eine normale Axt nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Aber dann bekommt man daraus den Staff of Power und das Ding ist halt super, super krass. Erstens hat er 60 Attack Damage, standardmäßig, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze kann man dann noch upgraden. Dann hat er auf der höchsten Stufe 104. Aber er hat ein super langsames Attack Speed. Das heißt, er hat hier 0,5er Attack Speed. Was aber durch unsere Haste 3 Beacon-Kombination, die wir haben. Wir haben ja gerade Haste 3. Das bedeutet, wir können hier sehr schnell abbauen, also wir können auch sehr schnell mit dem Schwert schlagen und sowas. Ihr seht das an dem Balken hier, der hier unter meinem Fadenkreuz ist so ein kleiner Balken und das zählt praktisch auch für das Attack Speed. Das heißt, damit haben wir echt viel Attack Speed mit dem Staff of Power. Okay, egal, wir brauchen das Draconic Schwert, dafür brauchen wir das Wyvern Schwert, wir brauchen die Wyvern Schaufel und wir brauchen die Wyvern Pickaxe und die wollen wir jetzt ganz kurz mal machen. Das heißt, Wyvern, da sind wir. Okay, es gibt schon eine Axt, die wird nur nicht da drin integriert. Gut zu wissen. So, warte mal, dann haben wir Schaufel, dann machen wir ganz kurz das Schwert und die Pickaxe brauchen wir auch noch. Zack, so. Und dann können wir das hier schon wieder machen. Und dafür brauchen wir jetzt immer einen Wyvern und einen Wyvern Energy Core. Das heißt, wir bestellen hiervon jeweils 4 Stück. Start und von den Wyvern Cores bestellen wir uns auch 4 Stück. Dafür brauchen wir wieder Nether Stars. Und dann geht's aber ab, sobald wir die haben. So, dann können wir uns jetzt schon mal die Draconic Pickaxe machen. Oh, lol. Okay, Pickaxe hat tatsächlich noch im Inventar oder im System die Wyvern Schaufel und das Wyvern Schwert oder Sword of the Wyvern. So, dann haben wir die Sachen hier schon mal zusammen. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, warum ich mir 4 gemacht habe. Wir brauchen ja nur 3. Und dann haben wir die hier schon mal fertig. Es werden nebenbei gerade noch ein paar andere Sachen gemacht, denn wir brauchen jetzt noch Nether Stars und wir brauchen eben noch Awakened Cores. Noch eine ganze Menge tatsächlich sogar. Also eben auch 4 Stück, glaube ich. Dementsprechend brauchen wir noch mehr Wyvern Cores und wir brauchen noch mehr Nether Stars an sich oder auch 4 Stück. Warte, haben wir Wyvern Cores? 16 Stück habe ich bestellt, 17 haben wir hier drin. Genau, einen haben wir so bekommen. Und dann bestellen wir uns auch noch mal ganz kurz 4 Nether Stars so. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Awakened mit. Nehmen wir gleich noch mal ein paar Blöcke mit. Und dann können wir das Ding jetzt wieder infusen gehen. Viele von euch haben ja auch geschrieben, ich kann die Energie vom Infuser benutzen oder sowas, um die Items hier zu laden. Habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gewusst, beziehungsweise ob es davon von Edge Draconic einen eigenen Blot gibt, der das macht, irgendwie einen Charger oder sowas. Okay, das sind die Sachen, die praktisch die Dinger beschränken. Ich denke mal, man legt die Sachen dann einfach hier rein und lädt sie auf oder sowas. Also vielleicht hier in die Dinger oder hier irgendwo rein. Kenne ich tatsächlich bis jetzt noch nicht, deswegen habe ich das ein bisschen überrascht. So, warte mal, du kommst hier rein, du kommst da rein, dann kann ich hier schon mal den ersten Awakened Core machen und die anderen Sachen können wir auch, oh nein, müssen wir ganz kurz warten. Ah, die anderen Sachen können wir dann eben auch gleich daran aufteilen. Nether Star, und hatten wir sonst was bestellt? Ich glaube nicht, nein, das war alles. So, warte mal, zack, und dann haben wir dich hier fertig und jetzt können wir die Dinger wieder aufteilen, beziehungsweise einfach nur reindrücken. So, ich weiß gar nicht, wie viel Awakened wir hier übrig haben. Aber wir legen einfach mal immer wieder die Stacks hier so rein. Den hier noch mit dazu. Okay, da war überall nur einer drin tatsächlich, ne? Okay, warte, machen wir nochmal so. Und dann kommen die hier mit dazu. Okay, und jetzt Nether Stars hier rein, dann kriegen wir ganz viele Awakening Cores. Und die können wir dann benutzen, um uns den Staff of Power zu machen. Der krasseste Stab überhaupt. Also er ist echt super, super heftig. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell der Bogen das Ding schon tötet. Und wenn man dann noch einen Nahkampf gehen kann mit dem Staff of Power, das ist schon, glaube ich, ziemlich gut. Das Krasse ist auch, das Ding macht so viel Schaden, dass es, ich meine, selbst mit einem 0,5er Attack Speed, du kannst das Teil einfach Spam klicken. So schnell hauen, wie man möchte. Einfach zack, 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 zack. Und es hat trotzdem nur so viel Schaden, dass es die Draconic-Rüstung hier mit dem ganzen Shield so schnell downzieht. Das ist echt teilweise ridiculous, möchte man schon fast sagen. So, war das der letzte? Ich glaube schon. Den Rest haben wir nicht mehr drin. Das heißt, wir nehmen euch wieder alle raus. Zack, zack. Und jetzt können wir uns schon mal um den Staff of Power kümmern. Das heißt, wir wollen die ganzen Sachen hier auf Draconic infusen. Dafür brauchen wir jeweils einen Wyvern und einen Draconic Core oder einen Awakened und einen normalen Core. Dann brauchen wir 2. Ja, doch, genau. 2 davon. Und jetzt können wir die ganzen Dinger hier wieder hochstellen. Jawohl, okay. Und dann kriegen wir praktisch das Draconic Sword, dann die Draconic Schaufel und die Draconic Pickaxe. Und dann geht's sowas von ab, ne? Und ich habe meine Level verloren. Ich weiß, ich habe nicht drauf geachtet letztens. Leider nicht. War ein bisschen doof. So, warte mal. Wir machen trotzdem mal ganz kurz so. Wir können ja mal eben nach hier unten gucken. Wir waren schon relativ lange nicht mehr hier. Sollten eine ganze Menge Level sein. Jawoll. Guck mal, okay. Dann kriegen wir unsere Lead-Level wieder hin. Die 1337 werden nie verschwinden. Machen wir so. 1339. 1337. Perfekt, das sind wir. Einfach mal so nebenbei wieder gemacht.
Okay, das funktioniert alles noch. Keine Sorge. Dann haben wir unsere Schaufel und jetzt kommen die letzten Dinger noch. Das heißt, wir legen jetzt Schwert und Schaufel hier rein. Ein Awakened Core und 5 Awakened Draconium. Zack, 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 zack. Den Awakened Core, dann brauchen wir 5 Awakened Draconium. 1, 2, 3, 4, 5. Hier und hier. Dann brauchen wir die Schaufel und wir brauchen das Schwert und die Pickaxe kommt hier rein. Und dann machen wir den Staff of Power. Denn okay, das wäre sehr dramatisch eigentlich, wenn wir das so... Nein, jetzt habe ich ja meine Level verbraucht dafür. Verdammt, okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Jetzt müssen wir uns aber neu welche holen. Verdammt. Okay, das müssen wir wirklich gleich tun. Warte. So, da ist er. Draconic Staff of Power. Ba-bam, badass. So, warte mal, können wir das Ding jetzt hier reinlegen und das lädt sich dann auf oder so? Ich lasse mal ganz kurz hier liegen. Während wir uns wieder unsere Level holen, beziehungsweise ein Level. So, zack, muss ja immer alles auf dem richtigen Stand sein. Und jetzt gucken wir ganz kurz hier rein. Hast du dich vollgeladen? Nee, hier drin auf jeden Fall nicht. Aber wie lädt er sich dann? Das ist so eine Sache, die ich mich frage. Okay, weiß ich leider gar nicht wirklich, wie das funktioniert, dass man den Staff of Power praktisch so laden kann. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu der Attack-Speed-Geschichte. Wie gesagt, wir haben 0,5er Attack-Speed. Und ihr seht das jetzt wieder an dem Schwert unter meiner Hopper, wie langsam sich das Ding hier auflädt, wenn man schlägt. Hier geht es tatsächlich noch relativ schnell, weil wir eben, Haste 3 haben. Aber normalerweise wäre das Ding wirklich sehr viel langsamer. Also, und das backt gerade so rum, weil das sich immer wieder auflädt. Dann, ist das mal schon ein bisschen komisch. Wir können mal dich gerade ganz kurz benutzen und dich auf Charge Held Items und dann ist das Ding. Okay, das ging relativ schnell. Krass. Dann machen wir dich wieder auf Inactive. So. Und jetzt können wir den Staff of Power natürlich noch upgraden, ne? Wie wir das davor auch schon hatten. Das heißt, wir können hier wieder Basic, Wilfern und Draconic Upgrades drauf machen. AF Capacity, Dick Speed, Dick AOE, Attack Damage und Attack AOE können wir alles drauf machen. Attack Damage hätte ich halt wirklich sehr, sehr gerne drauf. Haben wir das sogar? Ja, warte mal, das ist hier. Das ist Attack Damage, okay. Dann brauchen wir Golden Apple, Eye of Ender, wir brauchen Diamonds und wir brauchen Draconic Core. Ich glaube, das war nicht ein Reform Core, sondern ein Draconic Core. Wenn mich nicht alles täuscht, für das Basic Level. Das ist Chaotic, aber dann landen wir gleich bei Basic. Und wir haben Golden, Diamond, Eye of Ender, Draconic. Okay, sehr gut. Oh, das sind OP-Golden-Äpfel. Lol, warum haben wir die denn hier? Die wollen wir natürlich nicht benutzen, wir wollen die hier benutzen. Krass, dass mich mein Gedächtnis nicht verlassen hat. Das freut mich immer, wenn solche Momente sind. Dass ich mich noch an Sachen erinnern kann. Ja. Aber die haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. So, das hier und dann du noch und du noch. Hier und hier. Und dann kommt der Upgrade-Key mit dazu. Der Staff of Power rein. Wir drücken auf Start. Und dann holen wir uns schon mal Emeralds. Wir holen uns einen Wyvern-Core. Jawohl. Davon brauchen wir jetzt, glaube ich, 2, wenn mich nicht alles täuscht, für das nächste Level. Wir schauen mal ganz kurz wieder nach Key. Lieber nachgucken, bevor wir dann wieder falsch liegen. Wie man so schön sagt. Rather safe than sorry. My friends. Okay, Netherstar, Draconic Core 2 Stück, Wyvern Core 1, okay. Und, okay, also Netherstars brauchen wir auf jeden Fall. Netherstar brauchen wir noch einen. So, zack, warte, minus 1 Start, da sind wir, okay. Und dann kommen die hier weg und die hier weg. Dann brauchen wir 2 unserer Draconic Cores jetzt tatsächlich. Das heißt, wir machen 2-mal Emerald, bam, badam. Und. Ein Netherstar noch, ne? Aber der sollte ja mittlerweile auch schon wieder da sein. Jawoll, okay, zack. Und dann haben wir das Level nächstes, okay. Level nächstes. Dann haben wir jetzt schon mal Level Wyvern. Dann kommen, glaube ich, Emerald-Blöcke und ich weiß gar nicht, was wieder. Und hier kommt die letzte Stufe. Ich hoffe, wir haben alles dafür bereit. Jawohl, haben wir. Okay, das ist die Stufe, die wir jetzt noch erstellen können. Das heißt, hier ist jetzt das Level Draconic. Und dann haben wir praktisch alle diese Dinge hier fertig. Der Dislocator war auch noch hier. Wie gesagt, mit dem können wir direkt in die andere Dimension, in die Ender-Dragon-Dimension, wenn wir da hin möchten. Und dann ist da alles zurück. Okay, der Rest kann, glaube ich, wieder weg. Okay, warte mal. Oder warte, ich leg dich auch mal wieder hier rein. Und jetzt... Da haben wir ihn. Draconic Staff of Power. 105 Attack Damage hat dieses geile Teil. Holy moly. Okay, das ist natürlich schon eine ganze Menge. 105 Attack Damage, das Teil. Alter, okay. Eigentlich würde ich... Okay, ich meine, wir können halt so schon schnell schlagen, ne? Aber es bringt nicht so viel. Warte, ich gehe jetzt mal in die Draconic Welt. Ich will nämlich gucken, wie schnell wir mit dem Ding Ender Dragon töten. Wie viel Hits wir dafür brauchen. Ich muss auch richtig mitzählen und ich muss darauf achten, dass wir wirklich richtige Hits benutzen. Okay, hier sind wir. Ender Dragon, komm hier. Oder warte, ich stelle mal meine Rüstung ganz kurz hoch. So kommen wir dem, glaube ich, auch ein bisschen hinterher. Und... Na, komm schon. Das war ein Hit. 2, 11, okay.
Eieiei, ist das hier unten laut. Okay, also wir haben 11 Hits so gebraucht, aber das Ganze ohne unsere Effekte. Das heißt, wir haben ja hier in der Welt gerade unsere ganzen Effekte nicht. Das liegt eben daran, dass wir den Chunk nicht geladen haben bei uns zu Hause. Und wir hatten den Haste Modifier nicht. Also normalerweise würden wir sogar noch mehr Schaden machen. Und ich habe auch ein paar Mal gehauen, ohne ganz aufgeladen zu sein. Also ich glaube, wir würden es vielleicht so in, ich sag mal, 8 Hits oder sowas schaffen. Ich glaube, das halte ich sogar für realistisch. 8 Hits für den Ender Dragon, wenn wir Stärke 3 haben oder was für eine Stärke wir auch immer erreichen können. Zusätzlich mit dem Haze, da geht auf jeden Fall schon einiges. Okay, ja krass, das freut mich. Das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir eine sehr starke Waffe oder ein sehr starkes, ja, Schwert ist es ja nicht. Sagen wir mal eine sehr, sehr starke Waffe. Starke Waffe. Kann schon gar nicht mehr richtig reden. Okay, cool. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's für heute von der heutigen Folge Skyworld. Wenn es euch gefallen hat, lasst so gerne die Wertung da. Morgen gibt's hoffentlich die Folge, in der wir dann den Ender Dragon automatisch erledigen können. Und wenn euch das interessiert, dann schaut da auf jeden Fall rein. Ansonsten sehen wir uns dann wieder. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.